Die verheerenden Waldbrände in Nordkalifornien breiten sich immer weiter aus. Die Größe des Brandgebietes hat sich am Samstag fast verdoppelt. Einsatzleiter Steve Crawford: Es brennt überall gleichzeitig. Zwei Feuerwehrleute sowie eine 70-jährige Frau und ihre beiden Urenkel starben in den Flammen. Mehr als 17 Menschen werden noch vermisst. Hunderte Häuser hat das Feuer zerstört. This is my house since I was born. Sein Geburtshaus so zu sehen sei hart, sagt dieser Mann. Rough. Laut Behörden wurde der Brand durch ein liegen gebliebenes Auto verursacht. Durch die trockene Hitze und starke Winde habe es sich dann schnell ausgebreitet. Fast 40.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen und die Brände könnten noch heftiger werden, warnt der Feuerwehrchef Greg Battelli. Das Wetter gönnt uns in den nächsten 5 Tagen keine Pause. US-Präsident Donald Trump rief am Samstag den Katastrophenfall für Kalifornien aus. Die betroffenen Bezirke können so auch Bundeshilfen im Kampf gegen das Feuer bekommen.